die Marie-Juchacz-Plakette. Geht heute an Bodo Champignon, an Harald Groth und an Ute Wedemeyer. Allen dreien herzlichen Dank für eure Arbeit. Wir haben allen dreien viel zu verdanken. Bodo Champignon, mein langjähriger Stellvertreter im Präsidium und im alten Bundesvorstand und derjenige, der an vielen Stellen uns im Verband immer wieder geholfen hat, nicht nur, weil er gleichzeitig auch die Reihen schließen konnte zum größten Bezirksverband der Welt und weil er da gleichzeitig Vorsitzender war und vieles andere, das er geleistet hat. Er hat auch Kommission für Verbandsentwicklung geleitet, viele andere Dinge im Verband auf den Weg gebracht. Bodo, du hast dich um die Arbeiterwohlfahrt verdient gemacht. Wir danken dir sehr herzlich. Die Überreichung des Bundesverdienstkreuzes, inzwischen der zweiten Stufe sogar, ist ein weiteres äußeres Zeichen für deine großen Verdienste um die Gesellschaft insgesamt und um die Arbeiterwohlfahrt im Besonderen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Ist das die Urkunde? Ja, das ist so klasse. Ach so, muss ich fragen. Und das ist die Plakette. Ja, dankeschön. Darf ich mal stellvertretend dann auch für alle anderen den Text der Urkunde verlesen? In Erinnerung und Würdigung des Lebenswerks von Marie Juchacz, der Begründerin der Arbeiterwohlfahrt, verleihen wir Bodo Champignon als höchste Auszeichnung der Arbeiterwohlfahrt die Marie Juchacz-Plakette. In Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement, Eintreten für soziale Gerechtigkeit und für Verdienste um die Arbeiterwohlfahrt. Die Marie-Juchacz-Plakette wurde 1969 vom Bundesvorstand der Arbeiterwohlfahrt in würdiger Erinnerung an Marie Juchacz gestiftet. Und dann habe ich für das Präsidium unterzeichnet, damit es auch seine Richtigkeit hat. Bodo, alles, alles Gute. Danke, bitte. In der Reihenfolge des Alphabets Harald Groth, der ebenfalls außerordentlich lange bei uns im Bundesvorstand und im Präsidium tätig war. Er war eigentlich ein Mann aus der richtigen Arbeit. Er hat im Hüttenwerk gearbeitet, übrigens ähnlich wie Bodo Champignon. Man merkt das bei manchen auch hier in unseren Reihen immer wieder. Und Harald Groth hat dann, nachdem er Erziehungswissenschaften studiert hat, beim Bezirksverband Weser-Ems 1986 angefangen als Referent und war dann Landtagsabgeordneter, Oberbürgermeister von Delmenhorst, viele andere Funktionen und er ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Bezirksverbandes Weser-Ems. Und hier bei uns war auch Harald Groth immer wieder, das hat man vielleicht auch an vielen Anträgen bei dieser Konferenz gemerkt, das, was Sigmar Gabriel vorgestern bei seinem Grußwort auch betont hat. Er war derjenige, der uns immer wieder an die soziale Arbeit geführt und in mancherlei Hinsicht mit den sozialen Aufgaben vertraut gemacht hat. Harald, ich denke, dass du auch als sozialpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion in Niedersachsen außerordentlich viele Verdienste dir erworben hast. Hier bei der Arbeiterwohlfahrt warst du für uns ein außerordentlich wichtiger Partner und Freund und Begleiter unserer Aufgaben. Auch du hast dich um die Arbeiterwohlfahrt verdient gemacht. Wir danken dir sehr herzlich. Damit die Hanna ein besseres Foto kriegt. Ja. Ach. Gut, dann haben wir noch zwei. Das eine wurde mir eben gerade erst zugeflüstert. Ute Wedemeyer ist ausgeschieden. Hat unglaublich viel für uns getan, im Präsidium, im Bundesvorstand, über die vielen Jahre auch als Vorsitzende des Landesverbandes Bremen, als Präsidentin in der Zwischenzeit.
Sie ist aber heute erkrankt. Sie ist nicht mehr da. Sie musste wohl dann wohl auch abreisen, wie ich gerade eben erst gehört habe. Sie hat sich auch sehr verdient gemacht um AWO International. Ich will das hier ausdrücklich erwähnen, an der Seite von Rudi Frick, weil ich finde, das ist schon eine wichtige Einrichtung. Wir haben ja gestern positiv auch Weichen gestellt hier in der Bundeskonferenz für die weitere wirksame Arbeit in dieser Hilfsorganisation der Arbeiterwohlfahrt. Wir danken Ute Wedemeyer in Abwesenheit und ich werde mit Evi Lemke besprechen, in welcher Form und an welcher Stelle wir die Überreichung der Marie-Jorath-Plakette vornehmen werden. Herzlichen Glückwunsch in Abwesenheit. Und wir haben beschlossen, weil es auch unser Wunsch war, auch der Wunsch des Landesverbandes Bayern, dass Seban Dönhuber die Marie-Jorath-Plakette bekommt. Seban Dönhuber, der aber auch krankheitsbedingt nicht hier sein kann, den wir allerdings auch eingeladen hatten und ihn hier in diesem Zusammenhang gern geehrt hätten. Auch hier werde ich für den langjährigen Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern und denjenigen, der auch in Bayern in der Politik, in der Sozialpolitik Unglaubliches geleistet hat, an anderer Stelle diese Ehrung überreichen. Wir werden, liebe Freunde aus Bayern, sicherlich dazu auch einen angemessenen Ort und einen angemessenen Zeitpunkt finden. Bestellt Seban schöne Grüße und gute Besserung an Seban, aber auch an Ute.